Namaste. Ich bin Britta Lambert und es ist so schön, dass du da bist. Mit meinen Channelings möchte ich das Licht, das uns ununterbrochen umgibt, das uns trägt, beschützt und bedingungslos liebt, für dich in deinem Alltag erfahrbar machen. Wenn dich diese Botschaften ansprechen, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, am besten die Glocke aktivierst und sie gerne mit lieben Menschen teilst. Ich wünsche dir nun ganz viel Segen und Inspiration mit dieser Botschaft aus der geistigen Welt. Namaste und Aloha. Ich freue mich jetzt sehr auf eine Botschaft von Erzengel Michael und wünsche dir ganz, ganz viel Segen mit dieser Botschaft. Ich grüße dich mit meiner Klarheit, mit meiner Liebe, mit meiner Kraft, mit meinem Segen. Ich bin Erzengel Michael. Es ist eine wahrlich kraftvolle Zeit großer Veränderungen, in der ihr euch bewegt. Ununterbrochen erhöht sich die Schwingung des Planeten. Das sogenannte Neue ist unaufhaltbar. Und du bist herzlich eingeladen, geliebte Seele, bewusster Teil dieses Neuen zu sein, Mitgestalter, Schöpfer auf allen Ebenen. Denn eines ist gewiss, ein jeder ist Teil all dessen, was stattfindet. Dies war schon immer so gewesen, dies ist so und wird auch immer so sein. Und du, geliebte Seele, darfst entscheiden, welchen Anteil du beitragen möchtest. Genau diese neue Welt zu erschaffen. Doch dazu darfst du zunächst einmal verstehen, dass es nicht um etwas geht, das gebaut werden muss, wie zum Beispiel ein Haus, dass du einen Plan entwirfst und gemäß dieses Planes wird dann das Haus gebaut, so wie du es dir vorstellst. Vielmehr geht es um die Bewusstheit dessen, was ist, um die Bewusstheit dessen, was war, um das Erkennen. Und der wesentliche Anteil ist zu verstehen, geliebte Seele, dass Leid, Kummer und all das Chaos, was ihr in der Welt wahrnehmt, ein Ergebnis ist dessen, dass ihr der Illusion des Getrenntseins unterlegen seid. Doch genau diese Illusion gilt es aufzulösen. Denn in Wahrheit kannst du keine Welt gestalten, die schon längst ist. Ein gutes Beispiel ist die Natur. Sie geht ihren Lauf, Tag für Tag, Augenblick für Augenblick. Die Schönheit eines Sonnenuntergangs, eines Sonnenaufgangs, die spendende, nährende Kraft eines Regens, der Duft einer Blüte. All das ist. Und vermutlich, wenn du einen Sonnenauf- oder Untergang genießt, so bist du verzaubert von dieser Schönheit. Und in diesem Moment sinnst du nicht darüber nach,
etwas verändern zu wollen an diesem Schauspiel. Nicht wahr? Und genau so vollkommen, geliebte Seele, ist dieses Universum. Und diese Vollkommenheit zu erkennen, anzunehmen und mit ihr eins zu sein. Das ist es, worum es wahrlich geht. Und diese wunderbare, neue, eine Welt, die Einheit, die Allverbundenheit, diese immerwährende Liebe, die schon längst da ist, zu erkennen und in jedem Atemzug zu sehen, ist ein Aufwachprozess. Und genau das ist es, worin die Menschheit und euer Planet sich befindet. Bislang haben viele unter euch der Schönheit des Sonnenuntergangs oder Aufgangs den Rücken zugekehrt, mit geschlossenen Augen. Stell dir vor, du begibst dich in diesen wundervollen Moment des Sonnenuntergangs. Selbstverständlich setzt du dich an den Strand oder wo auch immer du dich befindest und folgst mit offenen Augen diesem Naturschauspiel. Stelle dir vor, du setzt dich nun mit dem Rücken an diesen Sonnenuntergang und schließt die Augen. Du machst dich auf, möchtest das erleben, aber du setzt dich einfach in die falsche Richtung und schließt die Augen. So wirst du vermutlich noch nicht einmal den Moment wahrnehmen, wenn die Sonne komplett versinkt und die Erde dunkel ist, weil du da sitzt mit geschlossenen Augen. Vielleicht nimmst du wahr, wie es etwas kühler wird. Das, geliebte Seele, darfst du dir bewusst machen. So drehe dich um, geliebte Seele, der Sonne entgegen und öffne deine Augen für das, was ist. Die Schönheit, die Liebe, die neue Welt war schon immer da. Es ist nur so wichtig, dass die Verleugnung dessen sich nun auflösen darf in Anerkennung und in Klarsicht. Und diesen Beitrag, geliebte Seele, kannst du mit jedem Atemzug, den du tust, leisten, indem du in deinem Herzen dein Ja sprichst. Ja, dass die neue Welt, die neue Erde, die eine Erde, die eine Welt, der eine Kosmos, das eine Universum, eine Sonne schon längst in ihrer Vollendung da ist. Und ein Ja, dass du nun bereit bist, das zu erkennen, Tag für Tag und jeden Augenblick ein wenig mehr. Richte deine Aufmerksamkeit auf das, was jetzt unmittelbar vor dir ist. Vielleicht hast du im Moment deine Augen geschlossen, um in deinem Inneren diesen Worten zu lauschen. So richte deine Aufmerksamkeit ganz gleich, ob mit geschlossenen oder geöffneten Augen, vor dich auf das, was jetzt ist, diesen Tag, das, was du vielleicht als nächstes tun möchtest. Vielleicht ist es verbunden mit etwas Ungeklärtem,
mit etwas Unangenehmem. Vielleicht ist es eine Aufgabe, die vor dir liegt, die dir Schmerz bereitet. Vielleicht ist es ein Gedanke an etwas, was dich verletzt. Vielleicht ist es etwas Ungewisses. Was immer es ist, schaue es an und wisse, geliebte Seele, du schaust der Sonne entgegen und das, was unmittelbar vor dir ist, ist sozusagen zwischen dir und diesem wunderschönen Sonnenaufgang. Und in dem Moment, in dem du vielleicht dein Welt der Sorge auf dieses Etwas richtest, zwischen dir und der Sonne, im selben Moment richtet die Sonne ihre liebenden goldenen Strahlen genauso auf dieses Etwas zwischen dir und ihren Strahlen. Und sie richtet ihre Strahlen nicht nur auf dieses Etwas, sondern genauso auf dich. Du darfst verstehen, geliebte Seele. Das ist so. Ganz gleich, ob du es fühlst, ob du daran denkst, ob du daran glaubst oder auch nicht. Du jedoch hast die Möglichkeit, diese Strahlen zu empfangen, die dieses Feld, was zwischen dir und der Sonne ist, erleuchten und erhellen, so dass sich dieser Schatten in Licht wandelt, der Vorhang aufgeht und du klar das Licht der Sonne, die eine Sonne, die eine Welt, den einen Kosmos erkennst. Und durch deine Bewusstheit, geliebte Seele, kannst du diesen Prozess verstärken. Denn die Dualität, die auf der Ebene ist, auf der du dich befindest, ist in allem. So hat alles immer einen dualen Aspekt. Und du kannst diesem Schöpfungsprozess dieser deiner neuen Welt, denn das, was dich im Moment eventuell belastet oder in Unruhe bringt, ist auch ein Teil dieser neuen Welt. Es ist die neue Welt, die gestaltet werden soll. Und so du etwas mit Sorge anschaust, ist es noch nicht in seiner Vollkommenheit, nicht wahr? So schaue ganz genau in diesen Aspekt dessen, was du gerade eben gewählt hast, was zwischen dir und der Sonne steht. Und nun wähle, was ist der positive Aspekt, das Freudvolle, das Gute an genau dieser Situation. Und vielleicht sagst du im ersten Moment, es gibt nichts Freudvolles, es gibt nichts Gutes, es gibt nichts Positives. Nichts, geliebte Seele, nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt als das. Denn alles, ausnahmslos alles, trägt die Dualität in sich. Und du, geliebte Seele, hast die Wahl. Vielleicht musst du ein wenig tiefer oder intensiver schauen. Vielleicht musst du noch mehr von dem Sonnenlicht, das genauso zu dir strömt, absorbieren, um es zurückzureflektieren wieder auf dieses Etwas. Und dann wirst du das Gute erkennen, das Göttliche, das Vollkommene. Denn du bist hierher gekommen auf diesen Planeten, geliebte Seele, um genau diesen Aspekt der Dualität zu erfahren und diesen in die Einheit zu wandeln.
Denn nur dadurch, geliebte Seele, erkennst du, wer du wirklich bist. Licht, vollkommenes Licht, inkarniert in einem physischen Körper. Und du kannst das ausdehnen, nicht nur auf dich und dein ganz individuelles Sein und Leben. Denn du bist der gesamte Kosmos und alles, was dir in dieser Welt missfällt, was in die neue Welt gehen soll, bist du, geliebte Seele. Und was du in dir wandelst, wandelst du im großen Ganzen. So gib nicht dem Schrecken deine Energie, sondern dem Licht, das erlöst. Und geliebte Seele, solltest du zu schwach sein zum Glauben, zum Vertrauen, um das Positive zu wählen, so werde still, bleibe in deiner Position, halte das, was dir Kummer bereitet, zwischen dir und der Sonne. Und bitte einfach die Kraft der Sonne, die göttliche Sonne, Gott selbst, mit ihren Strahlen diese Herausforderung für dich zu erleuchten, damit ihre Strahlen in umso größerem Maße dein Herz erreichen können, um dieses zu erleuchten. Ich will dich dabei unterstützen. Fühlst du diese Strahlen, wie sie nun dein Herz berühren? Das, geliebte Seele, ist die Bedeutung dieses uralten, so heiligen Mantras. Om Bhur Bhuvasvaha Tatsavitur Varenim Yam Vargode Vasyadimai Diyo Yona Prachodaya. Und dieses Gebet beinhaltet dieses Mantra, genau dieses Bild, das ich ihr gegeben habe. Und in deiner Sprache bedeutet es, du, die du die Quelle jener Kraft bist, deren Strahlen die ganze Welt erleuchtet. Erleuchte auch mein Herz, damit es dein Werk tun kann. Und wenn du diese Bitte aussprichst, geliebte Seele, durchflutet das Licht des Himmels dein Herz, deine Seele, dein Sein. Und die gesamte neue, eine, immerwährende Welt, den gesamten neuen, immerwährenden einen Kosmos und das gesamte neue, immerwährende eine Universum. Sei gesegnet, sei eingehüllt in dieses Licht, das reine, bedingungslose Liebe ist. Sei gesegnet. Namaste. Namaste.
Wow, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Und dennoch muss ich sagen, wie tief ich jetzt gerade im Moment selbst berührt bin über dieses wundervolle Bild. Wenn ich anfange zu sprechen, habe ich keine Ahnung, was durchkommt und wirklich dieses Geschenk des Himmels, das so nah ist und diese Unterweisung schenkt mir einfach diesen unendlich tiefen Frieden. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Arbeit tun darf. Und ich kann diese Arbeit nur tun, weil du mir zuhörst. Und dafür möchte ich dir danken und diesen Segen und diesen Frieden mit dir teilen und dich wirklich aus tiefstem Herzen bitten, wenn du einen Menschen kennst, der diese Botschaften noch nicht kennt, dann teil sie bitte. Und somit machen wir gemeinsam diese Welt zu einem immer schöneren, helleren Ort, der ja eigentlich schon längst dieser Ort ist. Es geht ja nur darum, dass möglichst viele Menschen das erkennen. Namaste. Wenn du selbst in dir die Sehnsucht verspürst, tiefer in Kontakt mit deiner inneren Stimme und der geistigen Welt zu kommen, oder wenn du das Bedürfnis hast, Heiler mit kleinem H oder Heiler mit großem H zu sein, wenn du deine Berufung suchst oder sie wirklich in deinem Leben leben und erden möchtest, wenn du dich erinnern möchtest, wer du wirklich bist, dann findest du hier in der Infobox unter dem Video den Link zu meinem Gratiskurs Intuitives Heilen, erinnere dich, wer du bist. Erfahre in meinen Fernkursen, wie du das alte Wissen der Mysterienschule für dich selbst und auch für andere erfahrbar machen kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und viele praktische Erfahrungsberichte aus meiner über 20-jährigen Reise mit diesem Wirken. Abonniere gerne jetzt einfach mit einem Klick auf mein Bild meinen Kanal, dann bekommst du automatisch eine Nachricht, wenn ich neue Videos veröffentliche. Aloha!